Hallo Acker, wie viele Kunden sind eigentlich derzeit betroffen? Zu jetziger Zeit können wir sagen, dass wahrscheinlich bei Low-Acker-Tours zwischen 50 und 70 Personen betroffen sind. Das betrifft hauptsächlich Personen, die ja demnächst abfliegen werden und auch einige wenige, die zurzeit im Ausland sind und eben Probleme haben mit dem Zurückkommen. Welche Möglichkeiten haben diese Betroffenen, die im Ausland festsitzen? Also wir empfehlen auf jeden Fall Kontakt aufzunehmen, vor allem mit der Fluggesellschaften, weil die haben die Informationen vor Ort, die aktuell sind. Und die können euch, also der Kunde, denen genau sagen, in welche Richtung das es gehen wird, ob es noch weitere Flugverzögerungen gibt, ob Flüge demnächst möglich sind, wie das ist mit Unterkunft vor Ort, dass sie dort Sorge tragen, dass man für die nächsten paar Tage mal eine Unterkunft hat. Gibt es noch andere Alternativen? Alternativen haben wir jetzt halt mitgekriegt, dass auch die Personen, die betroffen sind, auf Bahn zum Beispiel umgestiegen sind oder auf Fähren, wobei dort natürlich denen die Anreise doch wesentlich umständlicher ist. Aber wenn sie wichtige Termine zum Einhalten haben, ist das natürlich eine Notlösung. Wer übernimmt denn die Kosten? Ja, mit der Kostenübernahme ist ein bisschen eine schwierige Sache. Das ist von Sache zu Sache verschieden. Unsere Informationen nach dann einmal die meisten Fluggesellschaften die Flugkosten rückerstatten. Im Pauschalbereich ist es so, dass man auf Kulanz mehr oder weniger von einer Reiseveranstalter abhängig ist. Man muss wissen, dass wir im Reisebüro die Reise vermitteln. Das heißt, wir sind im Prinzip nachher auch auf die Informationen bzw. auf die Entscheidungen von den Reiseveranstalter bzw. von der Fluggesellschaft abhängig. Wer hat eigentlich Anspruch? Grundsätzlich hat natürlich Anspruch, der eine Leistung gebucht hat, der hat Anspruch auf Transport. Aber wie gesagt, es ist momentan schwierig, es handelt sich da um eine Naturkatastrophe und da sind die Versicherungsbedingungen immer ein bisschen schwieriger. Also das heißt, man muss das im Einzelnen mit der verschiedenen Fluggesellschaft oder mit der Versicherung und so weiter abklären, inwiefern die da kulant ist. Hat dieses Ereignis eigentlich auch wirtschaftliche Folgen für die Reiseunternehmen? Für die Reiseunternehmen sicherlich, wenn es langfristiger sie wird. Kurzfristig natürlich auch. Wir haben natürlich dementsprechend Kunden gebucht. Wir haben da auch die Flüge reserviert und so weiter. Und wenn jetzt die das Geld natürlich von der Fluggesellschaft der rückerstattet kriegen, haben wir natürlich schon auch Kosten bzw. einen Verdienstentfall.